Ja, Björn Rehde ist an. Björn Rehde, wir haben uns schon vor einer Weile mal verabredet, auch mal so ein bisschen über Bürgermeister einer kleinen Stadt zu reden. Schön, dass es heute vor der Stadtverordnetenversammlung geklappt hat. Sehr gern. Vielen Dank dafür. Ja, sehr kleine Stadt am sehr großen Wald. Mit so sagen. Ja, 2888 Einwohnern. Eine relativ kleine Stadt, eigentlich eine sehr kleine Stadt, kann man sagen, 5 Ortsteile und dann hier 6 Stadtteile. Die Kernstadt 6 Stadtteile? Dürfen Sie nicht vergessen. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Die Adeldörfer, Altenlotham und die Kernstadt sind 6 Stadtteile. Ja, ja, also 5 Stadtteile plus die Kernstadt dann, also der Namensgeber Frankenau, das hätte ich jetzt schon gesagt, die hätte ich nicht vergessen, nein, nein, um Gottes Willen. Zweite Amtsperiode als Bürgermeister inzwischen. Und was macht eigentlich Frankenau mit seinen Stadtteilen lebenswert und liebenswert für einen Zugezogenen? Wie Björn Rehde ja vor ein paar Jahren hierher gekommen ist. Das war ja damals eine ganz spannende Geschichte. In 2009, das erste Mal in meinem Leben in der damaligen Partnerin, einen Wellnessurlaub gemacht. Sowas kannte ich vorher gar nicht. Und dann waren wir hier im Sporthotel Freund. Auf der Rückfahrt durch Altenlotham über Frankenau gekommen und da war so ein Schild Kellerwalduhr. Und diese Begrifflichkeit Kellerwalduhr, den Nationalpark, den Kellerwald, das kennt man als Begrifflichkeit. Aber was bedeutet eigentlich eine Kellerwalduhr? Das hat uns so neugierig gemacht damals. Und so sind wir dann hier ein bisschen lang gefahren und später an der Kellerwalduhr auch gelandet. Ein Ranger aus Altenlotham, mein erster Kontakt eigentlich, der Alexander Backhaus, hat dort uns erklärt, Mensch, wunderbar, die Querns, der Nationalpark, kann man schön wandern und am gleichen Tag noch zur Querns gewandert und zurück. Und ein paar Monate später las ich dann in der Zeitung, Frankenau, der Bürgermeister ist zum Landrat gewählt worden und ich bin selber ein Junge vom Dorfe oder wie man es nennen mag, ich komme selber aus einem Ort mit knapp 1000 Einwohnern, das ist im Landkreis Kassel, Altkreis Wolfhagen. Und bin somit auch kein Stadtmensch. Habe zwar in Kassel im Rathaus der Stadtverwaltung Kassel gearbeitet, dort war ich tätig, habe auch das Kasseler Leben kennengelernt, aber ich war schon immer jemand vom Lande, weil ich einfach die Lebensqualität hier sehr schätze und sehr liebe. Somit ländlicher Raum für mich nichts Ungewohntes und ich glaube, um jetzt mal von meiner Person wegzukommen, für die Bürger hier, aber auch insgesamt für die Gesellschaft, vor allem jetzt die Corona-Krise hat nochmal deutlich gezeigt, welche Lebensqualität man doch hier im ländlichen Raum eigentlich genießen kann. Das spielt gar keine Rolle, in welcher Altersgruppierung man sich befindet, von jung bis alt. Hier hat man einfach Möglichkeiten und hier kann man rausgehen vor die Tür, die Kinder können frei spielen und es ist einfach eine tolle Lebensqualität, vor allem für junge Familien und ich bin auch fest davon überzeugt, dass im Rahmen der Digitalisierung und nun auch mit dem Homeoffice noch mehr Menschen dann den ländlichen Raum in den nächsten 10, 20 Jahren für sich finden werden und der ländliche Raum auch wieder eine Renaissance erfahren wird. Also Frankenau und die Stadtteile bieten alles. Wir haben Vereine, wir haben Infrastruktur, wir haben einen wunderbaren Nationalpark, wir haben die Archeregion und naturbewusste Menschen hier. Und ich denke, das alles in ihrer Gesamtheit zeichnet auch die Stadt Frankenau als eine tolle Stadt und Gemeinde bei uns im Landkreis aus. Nun muss man den Ton leiser machen, hatte ich vergessen. Nun sind Sie selbst ja auch hier angekommen, mit Familie, mit Häuschen, Baum auch gepflanzt, nehme ich an, wie sich das für einen Jungen vom Dorf gehört. Also alles was dazugehört. Und die Kernstadt selber hat natürlich auch ein bisschen was zu bieten, habe ich mir so. Ich hätte mir erlaubt, so ein paar Stichworte aufzuschreiben. So quasi fußläufig erreichen kann man Ärzte, Zahnarzt, Apotheke, Lebensmittelversorgung. Es gibt hier Gaststätte, es gibt ganz viele Vereine, es gibt eine Grundschule hier, Kindergarten und Kirchen. Was denken Sie, Sie haben eben so schön gesagt, warum man auf dem Land bleibt oder wieder zurückkommt, aber trotzdem, ich erinnere daran, dass die Apotheke eine Zeit lang enorme Schwierigkeiten hatte, jemanden zu finden. Warum glauben Sie, wollen die Leute trotzdem nicht aufs Land, in die Kleinstadt? Ich sag mal Kultur. Das sind 30 Autominuten, hat man alles, was man will. Absolut. Ich denke, der ländliche Raum muss noch mehr wieder an Bekanntheitsgrad bekommen. Wir
müssen das Marketing für den ländlichen Raum, glaube ich, mal ganz anders nochmal und auch neu denken. Wir hören sehr oft auch von den größeren Firmen, wir haben Viessmann hier in der Nähe, die viele qualifizierte Fachmenschen auch hier in die Region holen, wo die Familien auch dann feststellen, hier eine super Lebensqualität. Wo wir auch öfters mal in Gesprächen sind zwischen den Kommunen, wie erreichen wir vielleicht nochmal die Menschen, die in den größeren Städten leben, dass man hier nicht unbedingt, oder anders, die Frage, die dann mal kam, fragen Sie doch mal jemanden, der hier eine Tätigkeit annimmt, aber nicht hierher ziehen will, fragen Sie ihn doch mal, ob er wirklich jede Woche in das Theater geht oder jede Woche in das Kino. Wie oft gehen die Menschen denn zum Theater? Und wenn sie nur zwei- oder dreimal im Jahr gehen, das haben Sie gerade gesagt, man ist in einer halben, dreiviertel Stunde oder 50 Minuten in Marburg, da kann man vieles genießen, man ist in knapp einer Stunde in Kassel. Da kann man sogar, also auch ein sehr begehrtes Einkaufsziel. Genau, Kultur und Einkaufsmöglichkeiten und vieles mehr bietet die Region auch. Und die sportlichen Möglichkeiten mit Wintersport, wie Willingen natürlich, unsere Wintersporthochburg Nummer 1, aber auch in Nordrhein-Westfalen, ja. Winterberg, der Edersee. Weil wir da gerade bei sind, wie wichtig ist denn der Tourismus für Frankenau und wo sind da noch Optimierungspotenziale? Also für Frankenau ist vieles wichtig, unter anderem natürlich auch der Tourismus. Der ist ganz wichtig, denn ohne den Tourismus wäre die ein oder andere Infrastruktur sicherlich nicht mehr vorhanden. Wir denken mal nicht nur an die, ich nenne es immer sechs Stadtteile, Sie haben es vorhin auch richtig gesagt, fünf Ortsteile, die Kernstadt, aber es sind sechs Stadtteile, wir haben aber eigentlich noch ein siebtes. Das ist das Feriendorf mit knapp 1200 Betten, 250 Wohneinheiten und da ist der Tourismus natürlich wichtig. Die Häuser sind oft belegt und bringen natürlich auch viele Gäste hier in die Gaststätten, die Sie vorhin ansprachen, aber auch der Lebensmittelmarkt und vieles mehr, die Tanksteller, die profitieren davon. Und je mehr hier auch in der Region Urlaub machen, unsere Naturlandschaft hier genießen, lassen aber auch für die Infrastruktur gewisse finanzielle, monetäre Mittel zurück. Und das ist auch wichtig, denn die Menschen hier wollen den Touristen ja auch tolle Möglichkeiten geben. Aber der siebte Ortsteil hat keinen Ortsvorsteher, ne? Das macht der Bürgermeister in Personalunion. Ja, gut, es gibt immer Verbesserungspotenziale, gerade Sie hatten es vorhin angesprochen, Corona hat vieles verändert, auch das touristische Verhalten, sprich mehr Wanderer, mehr Radfahrer, gerade E-Bikes. Ich habe sie vorhin fotografiert, die schöne Ladestation, die wir eingeweiht haben. Trotzdem fehlen ja doch so das ein oder andere, wo man schnell mal einkehren kann, ohne groß suchen zu müssen. Wir hatten es bei der Bauplanung für den neuen Edeka-Markt. Unten an der Badelei hat man angesprochen, das soll so ein kleiner Treffpunkt werden, wo eben auch der Radwanderer sich da seinen kleinen Imbiss holen kann und an einem kleinen Tisch sitzen kann. Aber auch in der Innenstadt, da müsste ja so ein bisschen was passieren, um touristisch noch hübscher zu werden. Zum Beispiel, ich denke an den Marktplatz mit dem schönen Mäuerchen. Ja, das ist vollkommen richtig, dass wir uns ja auch weiterentwickeln wollen und müssen. Beginnen wir bei Ihrem ersten Teil, den Radverkehr. Der Radverkehr hat natürlich insbesondere jetzt in Corona-Zeiten nochmal weiteren Auftrieb, Aufwind erfahren. Man hört von den Radgeschäften hier in der Nähe, die haben dieses Jahr einen Boom. Man findet kaum noch Fahrräder in den Fahrradläden und diesen Boom, den erfahren wir hier auch. Wir sind deshalb auch unterwegs, ein neues Radfahrkonzept und vielleicht auch ein neues Radwegekonzept mit neuen Radwegen auch auf den Weg zu bringen. Zusammen mit den Nachbarkommunen, ne? Genau, gemeinsam mit Haina und mit Gemünden, aber dann auch im Verbund natürlich mit Bad Wildungen, Frevershausen liegt nebenan, die haben ein ähnliches Konzept schon auf den Weg gebracht. Und wir verstehen uns hier auch als Region und da muss man das natürlich auch anknüpfen. Ist das wichtig, wenn ich gleich mal einflechten, wenn Sie sagen, mit den Nachbarkommunen, auch mit Bad Wildungen, auch mit Vöhl, die an Frankenau grenzen, dass man endlich das Kirchturmdenken, das vor 15, 20 Jahren noch in vielen Gemeinden vorgeherrscht hat, endlich mal an die Seite legt und sagt, eigentlich geht es nur gemeinsam. So groß sind wir als Kommunen ja nun doch nicht, dass wir alles alleine machen können. Ich denke, diese Menschen gibt es überall, die noch in ihren alten Muster mit Kirchturmdenken auch leben. Aber der Großteil, das ist unsere Überzeugung, hat dies schon abgelegt. Da kommt immer mal wieder eine Flamme auf, aber dennoch ist es wichtig, dass man wirklich als Region denkt, denn
wir sind als kleiner Ortsteil oder nur ein Ortsteil allein, kann im Ganzen nichts bewegen. Man muss schon gemeinsam arbeiten. Das ist ein tolles Beispiel, das werden wir heute Abend in der Stadtverordnetenversammlung auch nochmal ansprechen. Das leben die Feuerwehren hier bei uns vorbildlich vor. Die Feuerwehren haben vor einigen Jahren das Ziel ausgerufen, wir sind eins, wir sind eine Wehr. Und wenn man mal darüber nachdenkt, und das war in der letzten Wehrführerrunde von einzelnen Wehrführern angesprochen worden, früher war dieses Miteinander nicht so ausgeprägt wie heute. Die Wehren sind wirklich da auf einem ganz, ganz tollen Weg. Und das muss man in vielen anderen Bereichen auch noch weiter fördern. Aber man findet es auch in vielen Bereichen. Also auf Bürgermeisterebene denken wir da sehr stark als Region. Das muss man an der Stelle auch, und Sie sprachen gerade Föhl und Bad Bildung an, auf der anderen Seite natürlich auch Frankenberg und Burgwald, Rosenthal. Wir sind ja hier auch im Südkreis, diese gemeinsame interkommunale Zusammensetzung. Somit sind wir da in vielen Bereichen auch schon gut unterwegs. Das ist die politische Macht eines Bürgermeisters ja relativ begrenzt. Ist ja nicht zu vergleichen mit dem Ministerpräsidenten oder dem Bundeskanzler. Ist ein politischer Wahlbeamter. Ist zur Neutralität quasi verpflichtet, auch wenn er Parteimitglied ist einer bestimmten Partei. Muss ich oft mit Magistrat und Stadtverordneten so ein bisschen einigen. Geht nicht immer ganz ohne Reibereien, wobei Reibereien sachliche Diskussionen meint. Aber was macht trotzdem das Amt als Bürgermeister interessant? Also das Amt ist einfach etwas, was man im Vorfeld auch, oder was man insgesamt auch schlecht beschreiben kann. Ich habe bis heute noch keinen Kollegen treffen können, der wusste, welche bunte Vielfalt an Aufgaben und Situationen dieses Amt mit sich bringt und was man dort erleben kann. Es ist sehr vielfältig, von vielen, vielen schönen, wunderbaren Projekten und Momenten auch mit schwierigen Themen. Das ist leider so. Auch schwierige Themen, die uns in der Gesellschaft dann ziemlich deutlich hier und da es auch spüren lassen, dass wir auch Kräfte manchmal in unserer Gesellschaft haben, die wir uns gar nicht wünschen, die auch nicht das Gemeinwohl im Sinn haben. Auf der anderen Seite ist es ein tolles Amt, wo man mit denen, die wirklich gestalten wollen und die wirklich den Willen haben, eine Gemeinde auch und nach vorn zu bringen und weiterzuentwickeln, dass man mit denen dann auch Wege findet und vieles umsetzen kann. Ich glaube schon, dass wir hier in Franken genau in den letzten Jahren auch überparteilich vieles auf den Weg gebracht haben. Wir streiten natürlich hier und da mal sachlich, das gehört auch dazu. Das muss auch so eine Auseinandersetzung mit sich bringen, denn es kann nicht sein, so, das ist das Ziel, da gehen wir hin, fertig. Nein. Man muss dann nochmal abwägen zwischen den Alternativen, und da ist auch eine große Meinungsvielfalt an der Stelle sehr wichtig. Kommunen im Allgemeinen, aber kleine Kommunen im Besonderen, leben ja immer mit einer sehr angespannten Finanzlage. Nicht, weil sie viel Geld ausgeben, sondern weil erstens die Einnahmen nicht so dicke sprudeln. Das sind ja, ich sag mal, an Steuern, was eine Kommune bekommt, ist das die Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, dann hört es eigentlich schon auf. Vielleicht auch noch ein paar Verkäufe aus Baugrundstücken oder anderen Liegenschaften. Und durch Klimawandel und Ähnliches, wir waren ja zusammen bei einer Pflanzaktion, fallen natürlich auch die Einnahmen, die mal jahrelang eine sichere Bank für Kommunen war, aus dem Holzverkauf weg. Dazu kommt natürlich, dass Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Feuerwehr, wer auch immer, mal mehr, mal weniger berechtigte Wünsche an den Bürgermeister haben oder an die Kommune. Und wie kommt man da eigentlich über die Runden? Vielleicht auch noch ein Stichwort dazu. Es gibt viele Aufgaben, die Kommunen vom Land oder Bund übertragen bekommen, aber nicht entsprechend honoriert bekommen. Stichwort ist da das Konnexitätsprinzip. Sozialausgaben ist so ein Punkt zum Beispiel. Macht das ein Bürgermeister manchmal eine schlaflose Nacht? Ja, es ist schon eine Schwierigkeit, wenn Kommunen im Lande Hessen sogar gegen das Land klagen müssen und dann hinterher von dem Verwaltungsgericht nach Erfolg bekommen, dass die Kommunen aus dem großen Steuertopf nicht angemessen beteiligt werden. Das ist immer so schön beispielhaft, ne? Die Salatschüssel ist voll. Der Bund greift ran, das Land greift rein und das Land gibt dann noch so ein Pröckchen weiter. Da kann man aber lange drüber streiten. Ich glaube, da wird sich im Lande Hessen an der Stelle nichts ändern. Was an der Stelle sehr schwierig sich gestaltet, das ist, dass man für jedes Projekt, was man eigentlich noch umsetzen will, Förderanträge stellen muss. Und diese Förderanträge
sind so komplex und so kompliziert. Also die Kommunen können eigentlich nicht mehr über ihr eigenes kommunales Geld wirklich selber verfügen und die Projekte somit auf den Weg bringen. Man muss sich Förderanträge stellen, mit sich Behörden sich da abstimmen, und so geht die kommunale Selbstverwaltung schon im Lande Hessen Jahr für Jahr zurück. Wir hatten es ja bei der bei dem Pressetermin für den, man kann ruhig sagen, neuen Edeka-Markt an der Badelei. Ist es etwas, was Projekte auch für eine Kommune länger oder die Laufzeit länger macht, aber auch teurer macht, die Menge der Gutachten und Behörden, die koordiniert werden müssen? Wäre das ein Wunsch eines Bürgermeisters, zu sagen, Leute, ich brauche einen Ansprechpartner, hier habt ihr das, und gebt mir das bitte innerhalb von 6 Monaten zurück? Verwaltungsvereinfachung, ich weiß, wo Sie hinwollen. Da gab es ja damals mal einen Ministerpräsidenten, der extra deswegen nach Brüssel gegangen ist, um die Entbürokratisierung auf den Weg zu bringen. Ja, gut, Bürokratieabbau haben manche Parteien hier genetisch verankert, aber es wird jedes Jahr mehr. Ja, absolut, da bin ich bei Ihnen, und das ist wirklich sehr bedauerlich. Nein, ich will das aber nicht so pauschal abkürzen, zu sagen, wir brauchen die Gutachten nicht und wir brauchen dies nicht und das nicht. Denn man muss ja schon bei gewissen Verfahren, auch wie bei diesem Edeka-Markt, wo man über Baurechtschaffung spricht, muss man natürlich auch alle Interessenslagen im Vorfeld abprüfen. Da gehören auch verschiedene Regularien dazu, ohne Frage. Dennoch muss man schauen, dass man sich das vielleicht, dass man da irgendwo zeitlich schon so eine Begrenzung findet, wie Sie es gerade angesprochen haben, ob es ein halbes Jahr, ob das ausreichend ist, vermag ich an der Stelle nicht beurteilen zu können. Aber man sollte da schon versuchen, so Tag X, Tag Z, und dazwischen sollte das alles. Ich denke da an einen Gewerbesteuerzahler in Dannenrode, wo der erste Antrag inzwischen schon verfallen ist, weil er 7 Jahre her ist oder so, und den Steinbruch Mütze, der jetzt wieder von vorne anfängt, der sich dringend erweitern muss. Also es ist einfach zu lange, oder? Jetzt, Sie sprechen den Steinbruch an mit dem Verfahren beim Regierungspräsidium Kassel, da sind wir am Rande involviert. Ich müsste da auch mal nachfragen, wie der aktuelle Stand ist, aber Sie haben schon recht, das ist schon einige Jahre. Woran es da jetzt beim Regierungspräsidium noch lag, das mag ich aber nicht beurteilen zu können. Wir gehen gleich in die Stadtverordnetenversammlung, deswegen will ich das nicht so ganz ausufern lassen, aber so 2, 3 Sachen habe ich noch. Wir gehen ja stramm auf die Kommunalwahl in Hessen zu, März 2021. Startet alles ein bisschen früher, das ist Corona-bedingt, man braucht mehr Vorlauf, man braucht geeignete Räumlichkeiten für Versammlungen und, und. Wenn man so auf die letzten Jahre generell in Hessen zurückguckt, nimmt die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen, auch bei Bürgermeister-Urwahlen immer so kontinuierlich ab. Mal ein Pünktchen mehr, mal weniger, aber sie nimmt ab. Und auf der anderen Seite fehlen aber auch für das politische Ehrenamt, ohne dass sie nur Bürgermeister sind und niemand haben, mit dem sie etwas bewegen können, also politische Gremien, geeignete Bewerber, die nicht mehr bereit sind, für das politische Ehrenamt in den Kommunen, in den Ortsbeiräten und so weiter zu kandidieren. Wäre zum Beispiel das aktive und passive Wahlalter mit 16 bei Kommunalwahlen ein positives Signal, auch junge Menschen für die Politik zu interessieren, hineinzubringen? Einige Bundesländer haben das ja. Spannende Fragestellung. Das kann man sicherlich nochmal diskutieren und sollte man vielleicht auch. Jedoch bin ich an der Stelle ja schon ein wenig erschrocken gewesen. Es gibt Jugendparlamente auch hier im Landkreis, und die haben sich nach einigen Jahren leider wieder aufgelöst. Wo man da den richtigen Königsweg findet, ich habe da mich persönlich auch noch keine gute Lösung finden können. Nichtsdestotrotz ist das Thema Wahlverhalten, sich zur Wahl zu stellen, an der Stelle schon sehr schwierig. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass auch der Ton hier und da etwas rauer wird. Das muss man auch sehen. Kommen wir gleich noch zu. Der Ton wird hier und da etwas rauer, dass ehrenamtliche Politiker im Parlament sich für etwas einsetzen, für die Allgemeinheit, und dann von denen, die sich da eigentlich kaum drum kümmern und die vielleicht sogar noch zu den Nichtwählern gehören, sich dann dumme Sprüche anhören müssen. Also das ist dann an der Stelle einfach unangemessen und passt nicht. Denn man muss sich einfach wieder bedenken, wir leben hier in einer Region in Frieden, in einer Naturlandschaft, wir haben alle Essen und Trinken und wir können was bewegen, wenn wir hier gemeinsam uns stark machen. Ja. Nur das Thema, was Sie eben ansprachen, nur das Thema Finanzen noch bitte dazu. Wir können etwas bewegen, aber leider auch dann nur begrenzt, denn das hatten wir eben an den Kommunalfinanzen. Da
das macht den einen oder anderen auch oder führt zu Verdruss, wenn wir kaum noch eigene Mittel haben, um das ein oder andere selbst bei uns entscheiden zu können. Ja, das betrifft aber auch die Ortsbeiräte oft wegen Kleinigkeiten nicht. Ich sag mal, Bank streichen oder vielleicht für die Gäste eine neue Bank aufstellen, nicht über die Mittel verfügen, weil die Stadt auch die Mittel nicht hat. Nochmal, mit 17 kann man zur Bundeswehr, kann man zur Polizei, aber wählen darf man nicht. Und das eine, ja, man darf aktiv in die Feuerwehr mit 16, also in die Einsatzabteilungen wechseln inzwischen. Und wenn es nur das Passivwahlrecht, dass die Jugendlichen das Gefühl haben, sie können in ihrer Gemeinde etwas mitbestimmen, wäre das doch eigentlich schon mal der erste Schritt. Denn die sind ja heute nicht mehr ganz so hinterm Mond, wie man immer glaubt, die Jugendlichen. Da bin ich bei Ihnen. Ich glaube auch, dass man die Jugend in der Richtung noch wesentlich stärker mitnehmen sollte. Und das Thema Politik auch im Schulwesen noch viel stärker Berücksichtigung finden müsste. Und das gemeinsam könnte vielleicht wirklich dazu führen, so wie Sie es vorhin angesprochen haben, ob das nicht der Weg wäre, wieder mehr junge Menschen auch für die Politik zu begeistern. Wir hatten vorhin mal angesprochen, der Einfluss, die Macht eines Bürgermeisters, die politische Macht ist ja relativ begrenzt. Es gibt Landesverordnungen entsprechend vor. Trotzdem steht der Bürgermeister immer im Fokus der Öffentlichkeit. Egal, was das Stadtparlament beschließt, vorne steht dann der Bürgermeister. Es geht nur gemeinsam. Ja, ja. Die Frage ist, ob das die Leute auch so sehen. Auf dem Land ist es ganz oft üblich, dass man sich nach einer gewissen Zeit, da duzt man sich, man kennt sich, in vielen Sachen respektiert man sich. Trotzdem ist der Ton rauer geworden, auch hier in Frankenau. Hier und da, wobei wir auch ja die Fragestellung hatten schon von übergeordneten Behörden, inwieweit wir Probleme hätten mit Hetz und Ähnlichem. Das hielt sich bisher in Grenzen. Nichtsdestotrotz merkt man schon, dass auch im politischen Raum die Diskussionen des Öfteren auch mal von der sachlichen Ebene verschwinden. Und da muss man einfach wirklich, Sie sprachen gerade von Respekt, diesen gegenseitigen menschlichen Respekt, den man da wahren sollte, den muss man eigentlich bei jedem Menschen einfordern. Ja, das ist traurig. Nichtsdestotrotz, schwierig sind immer Prognosen, zumal sie die Zukunft betreffen. Sie hatten es vorhin schon mal angesehen, wo sieht man Frankenau, ihre Amtszeit läuft ab, auch in 2021, wenn ich das richtig... Im März 22. Wo sieht man so eine Kleinstadt wie Frankenau in 5, in 10 Jahren? Man muss ja als Kommunalpolitiker, ist ja nicht wie ein Landwirt, der sagt, ich sehe im Frühjahr und im halben Jahr sehe ich, was ich gemacht habe. Das ist quasi schon wie so ein Förster, der weiß auch erst in 50 Jahren, ob er das, was er gemacht hat, richtig war. Wo sieht der Bürgermeister von Frankenau so in 5 oder 10 Jahren sein Städtchen? Also wir hoffen, wenn die Corona-Krise nicht nur große finanzielle Nachteile für den öffentlichen Haushalt mit sich führt, dass wir in 5 Jahren die Schulden noch weiter reduziert haben. Wir waren ja bei über 10 Millionen Schulden, jetzt sind wir bei knapp 3,5. Und wir müssen unsere Gemeinde wieder dahin bringen, wo sie mal infrastrukturell war. Eine Kommune ist nur so lange attraktiv und interessant und spannend, wenn man wirklich, wie wir vorhin über Edeka gesprochen haben, über Ärzte, über vieles mehr, wenn man das hier auch langfristig sichern kann. Da sind wir ja gerade dabei, neben dem Edeka ein Gesundheitshaus zu errichten, um Apotheke, um Allgemeinmediziner, Zahnarzt, Physio und vieles mehr langfristig zu etablieren. Das ist unser Ziel, nicht nur für die nächsten 5 Jahre, sondern auch darüber hinaus, die Infrastruktur in Frankenau zu stetigen zu halten und gerne auch wieder auszubauen. Da zählt auch die Tankstelle zu und vieles mehr. Wenn die weniger Frequenz erfahren, dann sind auch die irgendwo gefährdet. Und wir wollen schauen, dass wir Frankenau mit Schulstandort und mit den Gaststätten, mit den Vereinsleben, mit allem einfach attraktiv halten und dass die Menschen hier weiterhin gern leben und sich wohlfühlen, denn nochmals, und ich bin nicht der Einzige, der für Frankenau diese Zukunftsprojekte befürworten, auf den Weg gebracht hat. Wir glauben an eine Renaissance des ländlichen Raumes und dafür wollen wir auch weiterhin kämpfen und dass die Menschen sich hier nicht abgehangen fühlen und nicht sagen,
hier ist ja nichts mehr los, hier blutet alles aus. Mhm. Nein, genau das Gegenteil ist unser Ziel und da arbeiten wir uns nach für nach mit den Projekten hoffentlich auf hin. Eins vielleicht noch, gibt immer, wenn es nach der Gebietsreform die Großgemeinden, also man kann, keiner mag Frankenau außer den Frankenauern so. Inzwischen hat sich ja das. Ja, das trifft aber auch auf Höhl zu und Frankenberg und so weiter. Also auch immer auf die Zentren. Inzwischen hat sich das ja doch etwas geändert und die Stadtteile, ich muss ja immer aufpassen, weil das ist ja eine Stadt, wachsen ja doch mehr und mehr zusammen, auch in der Identität. Ist das ein ganz wichtiger Punkt, auch für die Zukunft von Frankenau? Absolut, die Identität ist eine ganz wichtige und ich glaube, die Menschen identifizieren sich hier mit der Region total. Und wir sagten gerade, die Dörfer wachsen zusammen, man spürt das miteinander. Ich habe vorhin das Feuerwehrwesen angesprochen, die Feuerwehren, wie die miteinander arbeiten und in dem Bereich hat sich ja noch mehr getan. Da haben sich ja jeweils zwei Orte gefunden, Luisendorf-Ellershausen, wo die Feuerwehren vor sich aus gesagt haben, wir wollen gerne an einem Standort gemeinsam mit neuer Technik oder mit weiterer Technik da zusammenkommen. Allendorf-Hartberg-Rhein-Rothe, das neue Feuerwehrgerätehaus, wo der Bau ja mittendrin ist. Und so findet man das auch in anderen Bereichen, bei den Vereinen. Altenlotheim, Frankenau, so wie Sie es gerade angesprochen haben mit Frankenau, ja, da gab es ja auch verschiedene Denkmuster früher. Naja, mit den Frankenauer nicht und mit den Altenlotheimer nicht. Und heute, wenn man schaut, die Sängervereinigung gemeinsam, man spürt über die Jahre, dass doch die alten Befindlichkeiten aus der Gebietsreform doch sich nach und nach auflösen. Also oftmals der Zwang, weil die Leute fehlen und wenn man den Verein oder was erhalten will, dann geht es eben nur, Sie haben das vorhin schon mehrmals gesagt, eigentlich nur gemeinsam und nicht mit einer Schranke im Kopf. Björn Brede, Bürgermeister von Frankenau, schön, dass wir die Zeit hatten, uns mal so zu unterhalten. Vielen Dank und ich hoffe, Ihr Video erreicht viele Menschen, die auch mal Lust haben, zu uns nach Frankenau zu kommen. Also ich kann Ihnen sagen, der Edeka hat fast 600, bis jetzt 600 Leute erreicht, dieser kleine Film und es ist ja wirklich nur ein kleiner Film. Dankeschön.